Detox ist angesagt. Den Körper entgiften und so mehr Energie gewinnen. Beine und Arme bürsten, das regt die Durchblutung an. Frühmorgens vor dem Zähneputzen ein Löffel Öl gurgeln und durch den Mund ziehen. Das entgiftet die Schleimhaut. Die Füße kommen ins Kräuterbad, denn auch über die Sohlen scheidet der Körper Giftstoffe aus. Wohltuend und entspannend wirkt. Es gibt Kulturen, die zum Beispiel auch sagen, die bessere und noch wertvollere Entgiftung geschieht bis zu 70% fast über die Fußsohlen, als wenn man in der Badewanne sitzt. Ein heißes Tuch wird 30 Minuten auf die Leber gelegt. Auch ein Hausmittel zur Entschlackung. Ich schlage ihn fest ein. Wir sagen zwar, wir unterstützen die Leber, in Wirklichkeit unterstützt die Leber den Körper. Und wir kennen die Situation, wo wir ein bisschen abgeschlagen sind, wo wir müde sind. Müdigkeit ist Lebermüdigkeit, ist Leberstoffwechselmüdigkeit. Stress, Bewegungs- und Schlafmangel, schlechte, fettige Ernährung und zu viel Alkohol übersäuern den Körper. Bei einer Basenwoche fällt das weg. Das läuft so ab, die Leute kommen schon mit Vorbereitung, das heißt, sie haben zu Hause schon Einstimmungstage. Also Tag für Tag werden einfach Lebensmittel weggelassen. Wir haben spezielle Tees, sie kriegen dann auch zur Ausleitung eine Burgierpastille, heißt das, die auch wieder die Ausscheidungen anregen. Wir helfen sie mit Bitterkräuter, die was einfach auch die Verdauung unterstützt, die was die Leber unterstützt. Es kommt eine Heilerde zum Einsatz, die was die Giftstoffe bindet und eben ausscheidbar macht. Ein Teelöffel Honig ist erlaubt, ansonsten kein Zucker. Auch der Kaffee wird gestrichen und das führt oft zu Kopfschmerzen. Im Fastenprozess ist wirklich wichtig, bis zu 3 Liter am Tag zu trinken. Auch ganz wichtig, aussehen in die frische Luft. Die Menschen kommen wirklich zum Fasten, oft auch aus dem Motiv heraus, weil sie sagen, ich spüre mich nicht mehr. Mein Alltag ist so stressig, ich bin kurz vorm Ausbrennen. Ich muss praktisch jetzt eine Zäsur machen. Und da ist natürlich die Fastenmethode eine wesentliche Säule, dass man sich nicht gleich mit dem schon wieder zu viel erreichen wollen überfordert. Und darum ist die Auswahl der Methode einmal ganz was Wesentliches. Gar nichts essen oder nur bestimmte Lebensmittel weglassen. Jeder entscheidet selber, wie er seinen Körper von Ballaststoffen befreien will. Es gibt verschiedene Fastenmöglichkeiten. Einerseits natürlich das bekannteste, sicher das Fasten nach Buchinger und Lützner. Sogenannte Vollfasten, bei dem es eigentlich nur flüssige Verpflegung gibt, wie zum Beispiel Obst, Gemüsesäfte und Suppen. Und dadurch, dass dieses Vollfasten ja schon eine große Umstellung ist, bei der es auch darum geht, dass die Ernährung von außen quasi auf die Ernährung von innen umstellt, ist auch Darmreinigung sehr, sehr wichtig. Und diese Darmreinigung unterstützt auch das, dass man dann keinen Hunger dabei hat. In der Küche im Kurhaus Bad Kreuzen stehen regionale Gerichte wie Buchweizenleibchen mit Amaranth am Speiseplan. Buchweizen ist leicht verträglich, also leichter verträglich wie normaler Weizen, weil kein Klebeeiweiß drinnen ist. Zu viel Essen macht müde, oft reicht die halbe Portion. Manchmal ist es aber tatsächlich der Schlafmangel. Oft braucht der Gast einfach nur den Schlaf. Und die Erlaubnis, sich einfach nur mal am helllichten Tag bei Sonnenschein ins Bett zu legen und einmal zu schlafen und die Schlafdepots wieder aufzufüllen. Mehr Zeit mit dem eigenen Körper verbringen, auch das muss gelernt werden. Denn wenn es außen still wird, wird es oft im Inneren laut. Und eigene Handlungen, Muster und Verhaltensweisen werden einem so viel bewusster.